deutschen Liedergut gibt es kaum etwas, worüber mehr gesungen wird, neben der Liebe, als über den deutschen Wald. In der Romantik ganz viele Lieder, die vom Wald sprechen, singen, sich bedanken beim Wald, der so zu Herzen geht. Wo finden wir heute noch Wald? Häufig haben wir Massenbaumhaltung. Und trotzdem, ich habe heute den Johann Nepomuk Meyer bei mir, der einen Film über den Wald, über das Geheimnis Wald gedreht hat, vor allen Dingen mit dem Schweizer Sam Hess, einem Förster und medial Begabten. Und ich bin gespannt, in welche Geheimnisse uns der Nepomuk jetzt einführt, denn der Wald ist mehr als nur eine Ansammlung von Bäumen, mit Sicherheit. Herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV und jetzt geht's los. Nepomuk, ja, du bist ein Hansdampf in allen Gassen. Ja, wir haben ein Gespräch über Psi geführt. Wir haben über extraterrestrial entities gesprochen. Und jetzt kommen wir zum Wald. Und der Wald, du sprachst in einem anderen Gespräch über virtuelle Welten, die wir uns erschaffen. Spielebenen. Und trotzdem hast du einen Film über den Wald gemacht. Wenn man von virtuellen Welten spricht, da denkt keiner an den Wald. Ja, was der Wald jetzt mit virtuellen Welten vielleicht zu tun haben könnte. Aber der Sam Hess, der Schweizer Förster, hat dich da, glaube ich, ganz schön angetitscht. Ja. Erzähl mir von diesem Film. Also aufgrund von meinen vielen Filmen. Geheimnis Wald im Reich der Naturgeister. Ja, genau, im Reich der Naturgeister. Bei dir zu bestellen, auf deiner Seite? Ja, bitte. Super. Ich habe den Sam Hess kennengelernt vor mehreren Jahren aufgrund von meinen Recherchen. Denn der Sam Hess ist ein ganz besonderer Mensch. Auch wieder so wie du und ich, ja. Auch, ja, auch jemand in der Hinsicht, der halt erweiterte Fähigkeiten hat. Mhm. Ich bin über ein Interview zu ihm gestoßen und habe den dann aufgesucht in der Schweiz, in Luzern, in seiner Praxis. Und dann haben wir erst einmal über das ganze Thema gesprochen, Leben nach dem Tod, wie er mit diesen verstorbenen Seelen spricht und alle diese Dinge. Aber auch immer wieder, wo er darüber gesprochen hat, über diese Natur, über diese Naturgeister und über den Umgang und seine Erfahrungen mit diesen, mit dieser Natur. Und denk mal, das hat mich so fasziniert, dass ich sagte, okay, da muss ich einen eigenen Film über dieses Thema machen. Mhm. Weil Zurück zur Natur ist ja momentan auch gerade in diesem virtuellen Spiel auch gerade der Trend für uns, Waldduschen, nicht? Menschen erkennen, dass die Natur oft mehr ist, als wir nur eine Ansammlung von Bäumen, Wäldern oder sonst irgendwas. Wir wollen in unserer Freizeit ja in der Regel nicht in der Stadt verbringen, in Betonklötzen, in diesen abstrakten Räumen, sondern wir wollen wieder in diese Lebendigkeit zurückfinden, in eine ganz andere Schwingung, in eine ganz andere Ruhe. Und dann haben wir gesagt, okay, lieber Sam, ist dir das recht, wenn wir ein bisschen was von deinen Geheimnissen dokumentieren dürfen, ein bisschen mit dir drüber sprechen? Sagt, okay, klar, mach mal. Und dann habe ich angefangen, vor 2 Jahren ihn zu besuchen, bei ihm zu Hause. Und habe viele, viele Gespräche geführt, die wir auch mitgefilmt haben. Wir sind, sage ich mal, in die ganzen Berge herauf und runter marschiert und durch die Wälder marschiert und nebenbei natürlich auch Gespräche geführt und die haben wir aufgezeichnet. Und die kompletten Informationen, es gibt sogar auch ein Buch dazu, das mit dem gleichen Namen, da ist das komplette Material auch verarbeitet drin. Ja. Im Film ist ja leider nur 2 Stunden Auszug, aber und weil dieser Sam Hess ist, wenn ich so sagen darf, jeder kennt doch die Geschichte von der Heidi und den Geisenpeter.
Nee, also die das Kinderbuch, ein Film gewesen, ich habe das als Kind immer angeschaut im Fernsehen. Und diese Heidi, ist ein kleines Mädel, das halt in den Alpen, auf den Almen, in der Schweiz groß wird. Und ihr Freund war so ein kleiner Geißenpeter. Und zu denen ist immer auf Besuch ein Mädel gekommen aus der Großstadt, die war leider im Rollstuhl gesessen und so weiter und hatte das genossen, in diese Natur zu entdecken, auf diesen Bergen. Und so ähnlich ist auch dieser Sam Hess aufgewachsen. Mhm. Er ist bei einem Onkel groß geworden, der hatte Alm. Mhm. Also richtig wie dieser Geißenpeter auch. Und hat aufgrund von dieser Tradition, dass diese Familie gepflegt hat, dass sie, ich sage mal, in der Früh schon vor dem Haus ein Schälchen Milch für die Naturgeister draufgestellt hatten. Und jeder, der Großvater, der Vater, wo übrigens der Vater war schon Förster, auch der Großvater Förster, also diesen Beruf über Generationen gelernt hat, wie die Natur funktioniert. Victor Schauberger. Eben auch nicht hört mir ein. Der Kampf, sage ich jetzt mal, eine Pflanze, die mehr Licht und so weiter will und jeder will nach oben und das meiste Licht und so weiter, sondern ganz im Gegenteil. Dass diese Kooperation, dass dieses Leben in der Natur, vor allem im Wald, einer für alle für einen einsteht. Und das hat er mir so eindrücklich geschildert. Und er gibt ja auch sehr viele Seminare in der unterschiedlichen Ausrichtung. Ich sage, Sam, da werden wir auch bitte mitfilmen dürfen, um zu sehen, wie du den Zugang den Menschen näher bringst, zu zeigen, wie die Natur tatsächlich funktioniert. Und so haben wir unzählige Gespräche geführt bei ihm in der Schweiz, aber auch sehr viele Dreharbeiten bei uns im Bayerischen Wald und zu uns in Niederbayern gemacht mit unseren Wäldern. Wir haben uns ausgesucht, welche Wälder das noch möglichst ursprünglich sind, um diese Strukturen, diese Sachen zu erhalten. Aber vor allem hat mich natürlich auch interessiert, weil er von Naturgeistern spricht. Und das Thema hat ja bis dahin gar nicht auf dem Schirm. Weil wir gedacht haben, es gibt also, diese Seelen, die den Körper verlassen, die sind im Biocontainer wechseln, diese Geister, die sich in den Zwischenwäldchen aufhalten, in diesem Spiel, ohne Körper, das war mir bekannt. Aber ob da tatsächlich was dran ist von diesen Naturgeistern, da musst du dich ein bisschen auf den Sprünge helfen und gesagt, okay, das muss ich mir näher anschauen. Und so hat er mich eingeführt und hat gesagt, pass auf, wenn du im Wald draußen sitzt, dann kannst du. Dann passiert erst einmal eins. Du kommst in ein ganz anderes Habitat, in eine ganz andere Schwingung. Der Wald ist in sich geschlossen. Wenn man von außen nach innen geht, spielt gleich eine ganz andere Temperatur, eine ganz andere Harmonie. Und er hat uns gezeigt, wie man sich halt eben in die Ruhe begibt, in diese Stille. Er sagt auch, er beginnt mit seinen Zirbeln, das sind so zwei kleine Glöcken, und sagt, die Naturgeister lieben es, sage ich jetzt mal, Klänge. Du kannst im Wald singen oder Gitarre mitbringen, er macht das immer mit seinen Zirbeln und bedankt sich hier, dass er diesen Lebensraum betreten darf, der Pflanzen mit ihren Naturgeistern, weil bei ihm ist diese komplette Natur beseelt. Er sagt, das ist zwar eine andere Stufe des Beseeltseins, weil er sagt, diese Menschenseelen, unsere Seelen wechseln die Spiele, die wechseln wieder diese Realität. Er sagt aber, diese Naturgeister bleiben. Wenn der Baum stirbt, geht der Baumgeist raus und sucht sich wieder einen neuen Baum. Diese Devas und diese Feen und so weiter, sagt er, alle diese Pflanzen werden beseelt von diesen Naturgeistern. Und er sagt, wenn man das mit dem dritten Auge lernt zu sehen, kann man diese Bewegungen, diese Kontakte, auch mit den Slyphen, mit den Luftgeistern, tatsächlich herstellen. Und er macht es immer ganz interessant bei seinem Abendseminar, wo er Lagerfeuer macht und dann wird gesungen und getanzt. Und dann merkt man, wie plötzlich, obwohl es windstill ist in diesem Wald, plötzlich der Wind kommt und mit der Gruppe mittanzt. Und wenn die Gruppe aufhört, hört der Wind wieder auf. Das darf man aber, kann man nicht mitfilmen, das kann man nur miterleben. Und er sagt, wenn sich diese Naturgeister über Plätze verändern oder von einem Platz zum nächsten auch wandern und so weiter, sagt er, dann kann man diese Bewegungen auch sehen und wahrnehmen, aber natürlich nicht mit dem physischen Auge, sondern mit dem dritten Auge. Und er hat das erklärt, zum Beispiel, man sagt, wenn du Pflanze abschneidest, einen Blumenstrauß, und steckst ihn zu Hause in die Vase, dann hat er gesagt, dann nimmst du diese Devas, das sind diese Naturgeister, die auf diesen Blumen drauf sitzen, mit in die Wohnung.
Und nach einer bestimmten Zeit verwelken die, weil die Devas wieder zurück in die Natur rausgehen und dann verwelken die Blumen. Sagt, wenn du einen Hasen, sag ich jetzt mal, den Kopf abschneidest, dann ist der Haus jetzt gleich einmal, da läuft nichts mehr. Aber die Pflanze lebt weiter, solange die Devas noch auf diesen Pflanzen drauf sitzen. Und er sagt auch, wenn man diese Naturgeister, wenn man auch ihre Pflanze hat, eine bestimmte Aufgabenstellung, oder wenn man einen bestimmten Strauch vom Haus, sag ich mal, pflanzt, dann sieht man, wie der diese negativen Energien, die hier rumwandern, jetzt sind wir mal über diese menschlichen Seelen oder andere negative Energien, die werden dann von diesen Wesen eingefangen und gehalten und nicht ins Haus gelassen. Darum darf man bestimmte Sträucher auch nicht verbrennen, sondern nur verhäckseln, weil sonst diese Energien wieder frei werden. Alle diese Dinge hat uns erklärt. Kannst du ein Beispiel nennen eines solchen Strauches? Holunderstrauch. Wie heißt der? Holunder. Der Holunder. Es gibt zwei verschiedene, einen roten und einen blauen Holunder. Und der ist eben, der diese Sachen eben einfängt. Und da gibt es bestimmte Sachen, wo man halt beachten sollte. Und man sollte ja auch diese Naturwesen einladen im Garten. Dann blüht auch immer alles und hat auch wunderschöne Geschichten erzählt. Und er sagt auch, diese Bäume, er sagt, allein was Leben bedeutet. Wir sind ja hektisch. Er sagt, wenn wir in den Wald reinkommen, da ist ja hektisch. Da ziehen sie die natürlich diese Naturgeist erst einmal zurück. Er sagt, jetzt kommt da so ein unstetes Wesen, das permanent plappert und irgendwie, keine Ahnung. Und hat sich von A nach B will. Ja, und überhaupt nicht mehr mitbekommen, was um ihn passiert. Aber wenn du in den Wald bist, musst du in die Schwingung einlassen. Und dann wirst du mit denen auch, die wollen auch gern kommunizieren. Die freuen sich auch, wenn man mit ihnen was unternimmt. Und dann hat uns das erklärt, wie die den Kontakt aufnehmen, wie die das machen. Wenn man dann plötzlich eine Berührung spürt, wenn man durch einen Wald geht, dann sagt man, war das ein Spinnwebe? Nee, da ist aber gar keine Spinnwebe, dann hat sich so ein Luftgeist berührt, so eine Fee. Und sagt, das kann man spüren. Und dann sagen die Menschen, ja stimmt, das ist mir auch schon passiert. Ja, die machen sich dann bemerkbar und immer wenn man musiziert etc. Und dann kann man die auch, wenn eine geschickt ist, es gibt viele Menschen, habe ich hinterher erfahren, die meine Filme angesehen haben, die auch diese Zwerge, Gnome, diese Feen auch tatsächlich kennen. Manche bauen ihnen so kleine Häuschen, da freuen sie sich drüber, wenn sie da wohnen können im Garten. Also die unmöglichsten Dinge. Und dann hat uns erklärt, wie eben dieser Wald zusammenarbeitet, wie das miteinander eben lebt, wie ein Baum für einen anderen Baum einsteht. Ein Beispiel, auf höheren, kurz von der Schneegrenze oder sagt man, eine Baumgrenze, wenn dann Bäume wachsen, dann wachsen in der Regel, ich sage jetzt mal, in einer Art Kreis. In der Mitte ist der höchste, größte Baum und das sind kleinere Bäume. Und da kommt also einmal ein Professor. Der Mutterbaum kenne ich, ja. Ja, nee, diese Tannen, oder sind Tannen, genau, weil Fichten haben eine andere Wurzel, die haben eine Stabwurzel und eine Tanne hat eine andere Verwurzelung, die können auf höheren Wurzeln wachsen. Und wenn er so also auf diesen Höhen, sage ich jetzt mal, die Bäume in so im Kreis wachsen und der mittlere wird dann höher, dann hat er mal ein Beispiel erzählt von einem Professor, der diesen Förstern eben Unterricht geben wollte. Und dann zeigt er diesen Förstern, da war mehr dabei, auch das MS, und schneidet dann den mittleren, den größten Baum weg. Dann sagt er, oh, das war aber nicht gut. Ja, warum war das nicht gut? Wieso? Was ist denn? Wieso denn nicht? Dann haben alle Förster gesagt, na, da hat der Sam schon recht, weil es eigentlich so ist. Wenn es im Winter schneit, dann ist das, dass der Baum in der Mitte höher ist, dann bildet der Schnee einen Kegel. Somit, dass der Druck die Bäume nicht zerdrückt. Wenn man aber den mittleren Baum jetzt rausschneidet, dann gehen alle Bäume kaputt. Das heißt, die Natur denkt schon mit, wie sie was anbringt und wie sie was anordnet. Und da ist eben kein Kampf draußen im Stärkeren, sondern diese Kooperation. Und da hat er auch gezeigt, also ein Netz aufgespannt. Jeder hat einen Teil von diesem Netz in der Hand gehabt und hat gesagt, okay, jetzt wenn du mal dieses Netz loslässt und du lässt das Netz los, dann bekommt man Löcher in diese Vernetzung. Und sagt er, das ist genau das, was jetzt der Mensch eben mit dieser Natur macht. Er versucht über seine kultivierte Landwirtschaft, über seine Dinge in dieses System einzugreifen, dieses System, sage ich mal, zu kappen, weil ja der Mensch meint, er kann besser Bäume pflanzen oder immer die gleiche Monokultur, wie auch immer. Und er glaubt, besser zu verstehen, wie das System funktioniert, ohne das System jemals verstanden zu haben. Weil das System ist in sich perfekt. Und er sagt, und diese Löcher, und dann bricht natürlich dieses System zusammen. Und er sagt, und dieses System ist aber für uns überlebenswichtig, weil wir sind ein Teil dieses Systems mit unserem Biocontainer. Wir können ohne dieses System nicht überleben. Das haben wir jetzt mittlerweile festgestellt. Das weiß ja, das ist auch der Konsens in der
in der Wissenschaft, dass jetzt dieses System offensichtlich, früher hat man auch von Unkraut gesprochen, es gibt überhaupt kein Unkraut, wir haben noch nicht verstanden, was die Pflanze für Aufgabe hat. Das Wort ist schon... Das kann nur ein Mensch erfinden, Unkraut. Ja. Und dieses Zusammenwirken, dieses Zusammenspiel, wie ein Baum auf einen anderen Baum aufpasst, dass der wachsen kann, dass er genügend Licht hat, dass der eine genügend Nährstoffe bekommt, dass diese Pflanzen, diese Pilze, diese Kommunikatoren bilden. Allein die Pilzwelt ist unglaublich. Dieser Wasserspeicher, was die Bäume machen, um in Trockenperioden zu überstehen, indem dass die Wurzel dieses Wasser im Wald halten, wenn es einmal eine längere Zeit nicht regnet, etc. Alle diese Dinge hat uns erklärt und hat gezeigt, auch wie die Seelen haben. Und es ist interessant, er hat gesagt, er macht eine bestimmte Art von Baummeditation. Mhm. Also man umarmt den Baum nicht, sondern man lehnt sich nur an den Baum an, mehrere Stunden, man sucht sich einen Baum aus. Und er sagt, und was dann passiert, das ist das, was die ersten seiner Teilnehmer dann immer nicht wahrhaben wollen. Weil er sagt, wenn du das schaffst, mehrere Stunden tatsächlich hier diesen Baum hinzugeben, du stellst deinen Körper hin, sagt er, dann lass ihn einmal stehen und dann hörst du auf zu denken, mal den Apparat abschalten, dauert eine bestimmte Zeit, bis man diese Gedanken hier mal loslässt. Und dann beginnt deine Schwingung mit der Schwingung, mit diesem Baum zu verschmelzen. Mhm. Und dann kann es sein, dass das passiert, dass sich der Baum dein Bewusstsein mit raufnimmt zum Gipfel und du plötzlich über den Wald irgendwas siehst und der Baum nimmt dich mit. Und das haben wir auch gehabt in diesem Seminar, dass eine Frau gesagt hat, oh, der Baum hat mich mitgenommen, ich habe da gesehen, oben hinten steht ein Auto oben auf der Wiese, ein rotes. Aber das kann ja gar nicht sein. Dann hat der Seminar gesagt, okay, dann gehst du rauf und schaust jetzt da oben, ob das Auto dort steht oder ob es nicht dort steht. Dann ist die Frau raufmarschiert und hat sich festgestellt, da steht tatsächlich dieses rote Auto oben in der Wiese. Er sagt, das kann ja gar nicht sein. Er sagt, warum kann das nicht sein? Warum müsst ihr immer diese Logik einnehmen? Ihr könnt dieses System nicht logisch durchdenken. Ihr müsst es einfach geschehen lassen. Mhm. Aber es geht ja nicht darum, hier einen Ausflug mit einem Bewusstsein in die Baumkrone zu machen, sondern es geht darum, dass ich mein System, das vielleicht durch diese Hektik, durch dieses abstrakte Zurückziehen in Städte und in unserer schnelllebigen Zeit völlig außer Kontrolle, sage ich jetzt mal, gerät und das System nicht mehr richtig arbeitet, wieder in eine gleiche Schwingung zu bringen, in die Natur anzupassen, in diese Schwingung. Und was dann passiert, auch eine bestimmte Technik, wohin man hin meditieren muss, wie das abläuft, in eine bestimmte Richtung. Und dann wird der Heilprozess, auch wenn es im Winter durch ist, ohne Jacke, sagt, dann übergib halt diese Kälte diesen Baum und ich wird nicht mehr frieren. Und das ist tatsächlich so. Und dann hat er gesagt, da hat ein Mann dabei gehabt, der so hat seine Frau begleitet bei einem Seminar. Und die wollte nicht allein gehen, aber der Mann war halt mit dabei. Und der hat gesagt, alles Unfug und Zeug und weiter. Und der ist dann später an Krebs erkrankt. Und dem Seminar? Nach zwei Jahren oder was, ruft er den Sam Hess wieder an und sagt, Mensch, Herr Hess, ich habe hier Krebs und ich hab noch wenige Wochen zum Leben gehabt, etc. Er sagt, ach, geht's leicht so schlecht, etc. Ja, wissen Sie noch, ich war damals bei Ihnen im Seminar dabei. Ja, tut mir leid, ich habe so viele Leute, ich kann mich jetzt an Sie jetzt nicht erinnern. Aber ja, ich wollte ihn nur anrufen, ich war jetzt wieder beim Arzt. Ja, ist jetzt vorbei oder was? Nee, ich habe das dann gemacht, mir ist das eingefallen, was Sie gesagt haben. Diese Baummeditation, Sommer wie Winter, ich habe mich an diesen Baum gestellt. Ja, und jetzt hat der Arzt gesagt, der Krebs ist weg. Weg? Ja, ich wollte Ihnen Sie nur anrufen, ich habe noch nicht mehr meine Frau Bescheid gegeben, sondern ich wollte Ihnen nur sagen, dass Sie recht hatten. Dann haben wir gesagt, okay, ist auch schön. Ja. Und diese Reaktionen erlebt natürlich dieser Sam Hess, der sagt, wenn wir wieder uns auf diese natürlichen Kräfte einlassen, wenn wir auch wieder lernen, hier zu kommunizieren, auch das zuzulassen, dann dieser Baum steht ja über Jahrhunderte, teilweise noch länger, an einem gleichen Platz. Und sagt er, das ist Leben. Ich stehe hier, Sommer wie Winter, völlig egal, ob es schneit, regnet, etc. Ich stehe hier und das Leben geht an mir vorbei. Und das ist Sein, hat er immer gesagt. Und das andere ist Hektik und Unruhe. Und deswegen ist auch diese Natur so gefragt, weil wir wieder spüren, hier ist eine Gemeinschaft, hier ist etwas, beseelt es auch, es gibt halt diesen Naturgeistern eben verschiedene Namen, wie Zwerge, Gnome, Feen, Devas und Löwen, wie auch immer. Immer diese Einzelnen, er sagt, ich kann auch diese Luftgeister rufen, die machen dann auch ein Riesengeräusch und bauschen sich dann 3 Meter hoch auf und etc. Das hat meine Frau erlebt, die war ganz, die ist da nicht so gewickelt, aber die hat gesagt, die hat richtig geschrien, diese Luftgeister, um zu demonstrieren, schau her, so läuft es. Und,
Und wir huschen oft durch diesen Wald durch oder keine Ahnung, ohne diese Dinge wahrzunehmen. Und das hat er uns in diesem Seminar, auch in diesem Film wieder gezeigt, wie hier der Zugang ist, um das auch wieder wahrnehmen zu können. Natürlich mit diesen ganzen Hintergrundinformationen auch wieder eben, warum man denn diese Schale Milch herausgestellt hat auf dieser Berghütte. Weil ich sage, das war so, wir hatten halt dieses im Einklang mit der Natur, diese Naturgeister, wir wussten um diese Macht und ich sage, und die Bauern nebenan haben das halt nicht gemacht, die haben materialistisch gedacht und dann kam halt einmal irgendwann eine Lawine und hat den Bauernhof weggeräumt oder permanent die Tiere krank auf dem anderen Hof. Sagt er, das hat es alles bei uns nie gegeben. Das Wort Dankbarkeit. Richtig. Dankbarkeit oder das Wort, aber der, diese Grundhaltung der Dankbarkeit des Eingewobenseins, des Verbundenseins. Das ist ja im Prinzip, das ist ja Materialismus schlechthin, dass man uns suggeriert, wir seien getrennt und müssten alles sozusagen für uns selber sorgen. Ich sag mal, Riester-Rente, ne, schon mit 18 abschließen und so weiter. Ja. Nur für uns selber. Und die Natur zeigt uns, dass in der Kooperation alles liegt und dass so ein Organismus wirklich aller Eile für einen, ne, die Pilze, ja, im Boden, ja, wenn du den einen düngst, ja, völlig andere Baumart, du kannst nachher in einem anderen Baum über das Myzel, ja, nachweisen, dass da auch Dünger angekommen ist, okay, ne, oder Glucose, wie auch immer. Diese Beseeltheit, davon wussten ja unsere Altvorderen noch. Ja. Die ganzen Märchen, es geschah zu der Zeit, als der Mensch noch, ja, mit den Zwergen kommunizieren konnte. Ja, wir sind ja Menschen aus dem Wald. Also nicht, wir haben ja die größte Zeit unseres, ja, evolutionären Prozesses haben wir im Wald verbracht und nicht draußen irgendwo in den Städten. Und ihr habt also auch zumindest wir Deutsche. Ja, ja. Also und extrem. In, ja, den anderen Inseln oder so, wo keine Bäume mehr sind, also nur deswegen, weil wir es abgeholzt haben zum Schiffsbau. Schottland. Ja gut, es sei denn, ja, man ist in der Steppe zu Hause etc. Aber er hat uns auch erklärt, zum Beispiel, wie er mit Förstern arbeitet oder mit den Leuten, die halt diese Wälder haben, pflegen, wie die Bäume gepflanzt werden, wie wo, weil da werden ja Fehler gemacht ohne Ende. Er sagt, diese Intelligenz, die hier vorhanden ist, sagt er, die ist ja nicht zu toppen. Ja. Auch wenn, er hat uns erklärt, so Feenkreise, wir haben Feenkreise aufgesucht. Und er hat gesagt, diese Feenkreise, da tanzen eben diese Feen. Und da wächst sonst nichts. Und immer wenn er seinen Förstbetreibern sagt, hier bitte pflanzt hier an diesem Kreis keine Bäume, und die machen das trotzdem, dann gehen halt die Bäume nach 2 Jahren wieder ein. Mhm. Und er sagt, ich kann Ihnen aber nicht erklären, dass das die Feen sind, die hier tanzen. Er sagt nur einfach, ja, hier kannst du nichts pflanzen, weil das aus welchen Bedingungen nicht funktioniert. Aber er sieht die auch tanzen und die Leute, die das wahrnehmen, sehen das auch. Und das sind diese Dinge, die zeigen, wie dieses Geflecht, wie diese, er sagt, diese Naturwesen, die sind ja verantwortlich, dass diese Früchte gedeihen, dass ihr Leben überhaupt, sag ich mal, Früchte trägt, sagt er, weil die opfern ihre ganze Liebe für dieses Sein. Und er sagt, und jetzt können wir mit unserer Chemie, mit unseren Düngemitteln, mit unseren Zeug und hauen, er sagt, diesen Naturwesen, sagt er, ist es völlig egal. Die gehen da in die Liebe rein, sagt, das Einzige, was nicht mehr verträglich ist, wird es für uns sein. Das ist für uns schädlich, nicht? Die sagen, auch wenn eine Pflanze irgendwo nicht mehr wächst, auch dieses ganze, ja, sage ich mal, Verstrahlung, aber ich sage, das ist von der Natur kein Problem. Er sagt, das zieht sich zurück und wenn die Bedingungen wieder passen, dann wachsen diese Pflanzen und Bäume wieder. Mhm. Die sind in Natur, bleibt immer da, die geht nie weg. Mhm. Und dieses Füreinander eintreten, das Miteinander, diesen Blick wieder zu bekommen, wie das genannte hierarchisch, in Anführungsstrichen, ja, kooperiert, war schon sehr interessant, auch mit diesem eben nichtmenschlichen Aspekt oder diesen Aspekt dieser Naturgeister hier, dieses Beseelte noch mit in diesen Film zu packen, zu möglichst schauen, dass man das auch ein bisschen erhaschen kann. Und da haben wir ein paar gute Aufnahmen drin, wo man sagt, wow, da sieht man tatsächlich, dieser Stein, der lebt jetzt, der hat jetzt geschmunzelt, der hat jetzt unseren Blick zugeworfen. Also, wo man sagt, das klingt erstmal voll abgefahren. Crazy, ja. Also, sind wir wieder, haben wir wieder auf die verschiedenen Perspektiven. Wenn man zulässt, Informationen aufzunehmen und anders zu interpretieren oder hinzublicken, wie man es bisher gewohnt war, sieht man plötzlich Dinge, die man vorher gar nicht gesehen hat. Ja, schon allein, dass wir sagen, ein Stein ist fest. Ja,
Gehst du runter in die Materie, ist er genauso wenig fest. Genau, das war alles nicht vorhanden. Wie dieser Tisch. Genau. Ja. Sondern es ist nur ein anderes Schwing- und Klangmuster, das sich halt zeitlich anders verändert als wir. Wir sind zeitlich schneller verändert. Ne? Unsere Entropie ist anders als die vom Stein. Und dieses System, jetzt wenn wir mal wieder beim virtuellen Spiel sind, diese Basisausrichtung in diesem virtuellen Spiel mit dieser Beseeltheit, das haben wir völlig vergessen. Es gibt natürlich mittlerweile schon einen richtigen Hype, sagen wir mal, um diese Natur. Da gibt es auch verschiedene mittlerweile Förster, die Bücher schreiben, die auch Bestseller machen mit diesen Büchern. Aber ich habe immer nur diesen einen materialistischen Aspekt, nicht? Diesen Gesundheitsaspekt, diesen Vernetzungsaspekt mit dieser Natur kommuniziert. Und darum habe ich gesagt, lieber Sam, ich würde gerne mit dir eben diesen mystischen Aspekt, diesen Naturgeister-Aspekt noch, weil du bist einer der Letzten, der dies. Und glaube ich, der Stoll ist noch ein bisschen einer, der auch in diese Richtung geht. Und die haben auch mal beide, es war ein interessantes Gespräch, weil er gesagt hat, wir haben mal eine gemeinsame Gruppe gehabt, Dieter Stoll und er. Und dann sind mit den ganzen Leuten, die halt da mitgewandert sind, und dann hat er geschaut, der Stoll, und sagt, ah, der Sam sagt, okay, du siehst jetzt auch dieses Naturwesen da hinten. Willst du das nicht deinen Leuten zeigen? Und sagt, nee, lass gehen, weil die sehen das sowieso nicht. Da sieht man wieder, dass du auch schon oft mal verzweifelt ist, da man sagt, okay, man möchte ihnen was beibringen, aber die rennen da durch wie vom Blitz gejagt. Und die versucht, diese Schwingung, ja, dieses Gefühl, diese Mystik in diesem Film zu packen. Und viele Leute haben das gesagt nachher, wenn sie den Film anschauen, sagen, ich habe richtig Lust bekommen. Und manche sagen, ich bin mitten in der Nacht aufgestanden und bin in den Wald gefahren. Und manche machen auch diese Baummeditation und schreiben zurück, wie sie wieder gesund geworden sind oder wie sie wieder aus der Depression oder plötzlich wieder Hoffnung oder Sinn. Die haben wieder es geschafft, ihren Blick auf diese Realität neu zu konditionieren. Das ist schön. Also um in deiner Computersprache zu bleiben, ist das in den Wald gehen mit offenen Augen, offenem Herzen, offenen Sinn, so eine Art Reset, Reset-Taste für das völlig überlastete System. Ich habe es in einem anderen Gespräch schon mal gesagt, wenn ich mit dem Fahrrad hier durch Leipzig fahre, alle 50, 100 Meter ist so ein scheiß Werbetafel, die sich dann auch noch verändert. Die LKWs voller Werbung. Ich muss ja auf den Verkehr achten. Also muss ich auch diese Dinge, nehme ich wahr. Ich kann nicht den Blick nach unten richten. Also diese Reizüberflutung allein. Das ist ja genau das Problem, was wir zurzeit haben. Ja. Dass man durch diese Twitter-Mentalität, durch diese Reizüberflutung nur noch mehr 3 Zeilen E-Mail-Text lesen können, nur noch mehr 5 Minuten, 10 Minuten irgendwie konzentriert bleiben können. Alle diese Dinge lenken uns ab. Ne? Gibt es ein Buch vom Menzinger, Digitale Demenz, der sagt, wir können uns nicht mehr konzentrieren. Ich habe einen amerikanischen Verlag, der sagt, ich muss jetzt meine Dokumentationen schon auf 30 Minuten kürzen, weil die Leute nach 30 Minuten abschalten oder abspringen, weil sie sich nicht mehr länger konzentrieren können, einen Film anzusehen. Und das haben sie uns schon im Theologiestudium gesagt, sie dürfen über alles predigen, nur nicht über 20 Minuten. Ganz genau. Also das ist, und hier kann man aber nicht wieder sagen, jetzt machen wir einen Tagesplan und gehe raus in den Wald und das arbeite ich jetzt ab, sondern ich muss hier offen rausgehen, ohne Terminplan, und ich lasse es auf mich zu. Kommen. Ich setze mich hin, gehe zu meinem Baum, wie auch immer, und dann passiert es mit mir. Und ich habe keine Erwartungshaltung, und das ist das Wichtigste. Ich glaube auch, dass mir fiel genau das gerade ein von Rupert Sheldrake, eben diese Intentionslosigkeit, also dass wir reingehen, völlig offen. Also nicht eine bestimmte Erwartungshaltung, weil jede Erwartungshaltung ja sozusagen eine Scheuklappe für das andere ist, sondern ich gehe rein und lass es geschehen. Ganz genau. Und dann passieren diese Wunder, wo Menschen sagen, ich hatte eine Erleuchtung, ich bin geheilt, ich weiß jetzt, warum ich hier bin, ich bin wieder fidel, ich habe plötzlich Eingebungen, wie ich bestimmte Probleme löse, alle diese Dinge wieder ins Lot gebracht. Wieder mit, die Natur nimmt ja mit, man muss ihr nur die Chance geben, dass sie dich mitnimmt. Ja. Und wir müssen lernen, das ist auch wieder, das ist immer gut gesagt, wir dürfen lernen, bei aller Zivilisation, bei allen Vorteilen, die wir hier technologisch haben, aber wo haben sie uns denn hingebracht? An den Rande
der Existenz der kompletten Zivilisation. Und jetzt müssen wir begreifen, dass wir hier bestimmte Dinge loslassen müssen. Und das Glück halt nicht in diesem ja, Sammeln von Gegenständen oder was auch immer ist, oder im Wischen von irgendwelchen Smartphones oder Nachrichten in 3-Sekunden-Takt, sondern hinsetzen und einen Baum ansehen, 3 Stunden lang. Dass ich da viel mehr erfahre, als wie jemals, sag ich mal, auf Netflix oder Co. Amazon anschauen kann. Also auch die inneren Welten. Entdecken die, und ja, die, inneren die kommen Welten, dann auf mich zu. Die inneren Welten in der Verbindung mit dem, was mein Geist dort projiziert, wie du es in einem Gespräch ja gesagt hast. Aber die inneren Welten sind ja viel gigantischer als das, was uns die Städte mit ihren Kinos oder sonst was oder Büros zu bieten haben. Ja, mit dem großen Unterschied. Die einen beschäftigen uns und machen uns krank, im schlimmsten Falle. Und die anderen beschäftigen uns auch und machen uns aber gesund und munter. Und dieser Sam Hess ist wirklich, ich sage einfach ein Mystiker zu, weil er als Person schon so mystisch wirkt. Und dem redet das auch nicht aus. Und dann hat er auch in meinem Film erzählt, da war ein Astrophysiker dabei und hat auch so ein Wahlseminar mit dem Sam mitgemacht. Und dann sagt er zu ihm, Mensch Sam, du wirst sehen, ja, haben wir wieder bei SETI, irgendwann entdecken wir da draußen im Universum anderes Leben. Und da sagt er, Sam, es wäre schon mal toll, wenn du dir das Leben entdecken würdest, das jetzt gerade neben dir steht. Ne? Dann ja. Ja, 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 ja. Genauso wie eben immer mehr Menschen jetzt Energien von Verstorbenen wahrnehmen können. Mhm. Oder zumindest darüber sprechen können. Ja. Dass wir haben hier zum Beispiel ein Konzert in diesem Studio mal gemacht mit Freunden, mit Klanginstrumenten, also keine elektrischen. Mhm. Und dann sagte meine Freundin, hier waren aber etliche Zuschauer, die nicht bezahlt haben. Ne? Die Bude war voll. Ja, ja. Und die Bude ist ja auch voll im Wald. Ja. Weil es überhaupt kein Problem gibt, mit dem du dir nicht an den Wald anvertrauen kannst. Das ist ja auch wieder spannend. Wir denken ja bei Problemlösungen an alles Mögliche. Wir machen Online-Kurse, Online-Seminare, wir kaufen uns Bücher, wir suchen nach irgendwelchen Gurus, die sagen, okay, wie strukturiere ich mich, wie organisiere ich mich, wie finanziere ich mich, was auch immer, wie finde ich es Liebe, wie Partnervermittlung, was ich dort komme oder wie auch immer. Völlig egal. Aber dass ich, sage jetzt einmal, rausgehe und mich im System einklinke und sage, okay, jetzt schauen wir mal, was auf mich zufällt, was mir einfällt und was hier dann auftaucht. Wieder auch eine Erkenntnis, dass alles Wissen, alles schon da ist und ich es nur zulassen muss, dass es zu mir kommt und ich nicht dauernd versuche, mich hier so abzulenken, dass in mich nichts mehr erreicht wie eine Art Schutzschirm, eine Glaskuppel im Vakuum der Informationen. Wie ist es mit Barfußlaufen? Ja, also er hat nicht barfuß, weil er gesagt hat, wenn natürlich irgendwo Brennnessel oder wenn die Disteln und so weiter, wäre schon gut, wenn du ein gutes, festes Schuhwerk anhast im Wald und so weiter, weil ja die Temperaturunterschiede doch auch anders sind. Aber du kannst theoretisch im Wald, du kannst dich rauslegen, du kannst im Wald, wer übernachtet heute noch im Wald, wer nimmt seine Decke mit und sagt, ich schlafe heute im Wald, da wird man wahrscheinlich schräg angeschaut und sagt, der ist ja drauf, der schlaft im Wald. Wir haben fast schon gelernt, dass die Natur eher als Feind zu betrachten ist. Die will uns ja Böses, nicht? Da gibt es ja Löwen und die reißen uns oder die Natur, oder da gibt es Spinnen oder was weiß ich, was vielleicht ein vergiftiges Zeug vielleicht hier rumfliegt oder keine Ahnung, oder vielleicht sticht uns auch eine Mücke oder irgendetwas, nicht? Oder vielleicht eine Zecke oder sowas, weil da das auch 24 Stunden, bis die Zecke sich ihren Platz gesucht hat, dann kann man immer nur schauen, ob ihr eine Zecke habt, dann kann man sie hinterher wegtun. Also die Natur überfällt ihn nicht gleich und sagt, okay, hier ist ein Mensch im Wald, den machen wir gleich einmal einen Kopf kleiner. Sondern ganz im Gegenteil, die freuen sich, dass jemand sagt, oh, hier gibt mir jemand Aufmerksamkeit. Mhm. Und wenn der mir Aufmerksamkeit schenkt, schenke ich ihm Aufmerksamkeit. Und plötzlich tut sich eine ganz neue Welt auf, die wir nur aus dem materialistischen Blick kennen als Nutzwald, als Nutzpflanze, ja, keine Ahnung. Es ist also auch der schönste Wald ist ein Kulturwald, also sprich Urwald in dem Sinne gibt es eigentlich kaum noch in Deutschland, aber trotzdem gibt es Wälder, wo
Förster sind, die sagen, hey, also wo die Vorgaben, ne, nach Meter Holz, es ist ja alles ökonomisiert, alles, weil es eben sich selbst tragen muss. Da gibt es die Harvester, ne, die Riesenmaschinen. Ja, die wollen den ganzen Boden zerstören. Die den Boden so verdichten, angeblich sei das ja gar nicht so schlimm und mit den Pferden früher viel schlimmer gewesen. Die ersetzen halt durch seine Arbeiten, durch seine Flüme, durch das, dass ich sage, Mensch, ihr habt dieses Wissen seit Generationen. Mhm. Und jetzt stellen diese Forscher, diese Wissenschaftler an diesen grünen Tischen fest, wow, stimmt, Kooperation ist die Stunde der Natur und nicht der Kampf. Mhm. Es dauert natürlich jetzt wieder eine Generation oder zwei, das wieder zu drehen. Ja. Wieder zu sagen, wie man mit dieser Natur eigentlich ja nicht umgeht oder wie die Natur mit uns umgehen könnte, wenn wir es nur lassen würden. Ne? Mhm. Wenn wir lang mal halt unsere, ich meine, ich sehe das ja auch in diesen Siedlungen, wenn die Leute hier ihre Gärten anlegen. Ja, das ist ja wie ein Computerbrett. Also da ist ja jeder Strohhalm gleich lang. Jede Blume hat 3 cm genau, wo die wachsen darf und welche. Mhm. Das ist ja, so würde die Natur nie einen Garten gestalten. Ordnung. Wir brauchen eine völlig andere Ordnung. Ja, wir bringen das alles Ordnung. In Ordnung. Zum Beispiel, der Boden hat ja ein natürliches Bedürfnis, sich zu bedecken. Ja, um feucht zu halten und so weiter. Und wenn ich dann sehe, wie die in ihren Vorgärten den Boden dauernd aufreißen und nackig machen, das gibt es in der Natur oder nicht. Oder Steine, ne, hinschmeißen, Steingarten. Ja. Also das ist, wir glauben, ne, haben wir wieder, wir denken zu wissen, ja, wir haben einen schönen Garten, das ist alles sauber geordnet, alles strukturiert, da liegt kein Blatt drum, da haben wir die größte Erfindung der Menschheit, die größten Schwachsinn ist überhaupt, ist dieser Laubbläser, der das Laub von einer Seite zur nächsten Seite bläst, einen riesen Action macht, mir die Ohren rausbläst und zum Schluss sage ich dir, was ist denn das für ein Schwachsinn? Und so organisieren und strukturieren wir unsere Gärten und mitteln die Natur raus. Und es bleibt ein totes, irgendwas abstraktes Bild, ja, unseres Inneren draußen im Garten übrig. Und dann sagen wir, schau mal, wie schön das ist. Da sieht man, wie weit dass wir hier schon von Schönheit entfernt sind, weil wir gar nicht mehr wissen, was eigentlich Schönheit bedeutet. Bringt uns ja keiner mehr bei. Und Ordnung. Dass wir Ordnung nur in Symmetrie und sonst was denken, aber die Ordnung des aufeinander bezogen Seins, also der Ökologie, ja, dass eben die Pilze dafür da sind, ja, dass manche Bäume eben mit Mineralien versorgt werden, dass sie untereinander austauschen, dass ohne die Pilze ein Wald gar nicht existieren kann. Genauso wie ohne Ameisen. Ja, ja? Die ganze Flora und Fauna, das ganze Zusammenwirken, jede verschiedene Pflanzenart, die so ein Gelände erst einmal erobern und dann wächst und auswächst und aufbaut, das hat ja alles, das kannst du gar nicht verbessern. Du kannst nur daraus lernen und zu sehen, wie macht sie das. Und wenn ich was nicht verstanden habe, sage ich, das ist ein Unkraut. Dann habe ich noch nicht verstanden, wie das Kraut hier, welchen Zweck das ist erfüllt. Ja. Und wie das funktioniert. Und wenn wir wieder so weit sind, dass tatsächlich die Gärten wieder so ausschauen, dass wir ein verlassenes Haus, wo 200 Jahre keiner mehr war und der Garten so ausschaut wie dort, dann haben wir gewonnen. Mhm, mh, mh. Dann holen wir nicht den Rasenmäher. Würdest du sagen, oder hast du mit Sam darüber gesprochen, ob so in Parks, es gibt ja zum Beispiel hier in Leipzig gibt es viele Parks, und ich muss sagen, auch da fühle ich mich unter den Bäumen wohl. Also auch wenn es jetzt zwischendurch das Laub geblasen wird. So ganz tot erlebe ich das nicht. Nee, also das ist klar, das Leben ist ja da. Mhm. Auch in so einem Park. Aber ich denke, der Park wäre dann ideal, wenn 200 Jahre oder 100 Jahre der Mensch nichts machen würde. Dann wäre der optimal. Dann wäre der Park so, wie er sein sollte. Und nicht so, wie wir meinen, dass er sein muss. Das ist das. Ne? Aber das ist ein langer Weg dahin. Nicht? Und da haben ja sehr viele Indigene oder Naturvölker, die eben im Einklang mit diesem System tatsächlich gelebt haben. Die haben ja mir als Verrückte, die haben ja mir als Primitiv, die haben ja mir gejagt und missioniert und haben gesagt, was seid denn ihr für Barbaren, was seid ihr für Unmenschen, keine Ahnung. Aber den Schuh müssen wir selber anziehen. Rupert Sheldrake hat
hier vor einem Jahr gesessen, auf dem Stuhl, auf dem du jetzt sitzt. Und der hat in seinem Buch Wiederentdeckung der Spiritualität eben Forschungsergebnisse präsentiert, dass tatsächlich die Menschen, die öfter in den Wald gehen, eben weitaus gesünder, also zwar seelisch wie körperlich, gesünder sind als die, die halt nur vorm Computer sitzen oder gerade mal Gassi gehen mit dem Hund, obwohl das auch schon tausendmal besser ist, als nur in der Wohnung zu sitzen. Hast du dich da in dem, außer mit Sam, auch noch mit anderen Wald? Ja, ich habe natürlich auch sehr viel Forschungsarbeit betrieben, die ganzen Studien angelesen. Da sind wir wieder beim Materialismus, wir müssen ja das messen können. Ist denn dieses Waldduschen, dieses in den Wald gehen, kann man denn tatsächlich die positiven Ergebnisse tatsächlich messen? Ja, da gibt es ja viele Forscher weltweit, die es tatsächlich. Bundeseinheiten. Ja, die wollen es tatsächlich messen, wie viele Leute haben wo drin, wie lange waren die drin. Auch Kranke, wie viel schneller sind die denn, wenn sie immer wieder im Wald waren, schneller genesen als wie die Menschen, die gleiche Krankheit mit Vergleichsgruppe nicht im Wald waren. Die gibt es unzählige Studien drüber. Die kommen natürlich zum gleichen Ergebnis wie Rudolf Scheldrick. Klar, diese Natur holt dich wieder schneller zurück wieder zum Leben, als wenn du die Natur eben nicht nutzen würdest. Mhm. Aber das ist auch wieder etwas, wo ich sage, ist eine Binsenweisheit für mich, weil wenn du nicht mehr, der Sam Hess sagt, wenn du beginnst, deine eigenen Erfahrungen, dein eigenes Erleben in Zweifel zu ziehen. Sag ich traue meinen eigenen Sinnen nicht mehr. Ja, dann wie soll man denen dann helfen? Wenn du sagst, ja, das kann ja nicht sein, wenn ich mir selber nicht mehr traue. Ja, aber wem soll ich denn dann trauen? Nicht? Dann traue ich nur einer Statistik, die ich selber nicht gefälscht habe. Nee, also wenn ich im Wald gehe, dann weiß ich doch auch auf der Stelle, dass das nicht negativ für mich sein kann. Da brauche ich, das dauert, glaube ich, keine 5 Minuten, dann habe ich gespürt, oh, das tut mir gut. Und da brauche ich doch keinen Wissenschaftler, der das dann auch noch in Statistik fasst. Aber es gibt tatsächlich, ich habe über Jahre bin ich mit Schulklassen in den Wald gegangen und Kindergarten. Es gibt schon viele Kinder, denen macht die Stille Angst. Die Stille des Waldes. Ich habe gesagt, komm, jetzt 5 Minuten mal Augen zu, Klappe halten. Das haben die nicht ausgehalten. Ja, das ist Entzugserscheinung. Wir sind so konditioniert auf Geräusch, auf Lärm, auf dieses kurz getaktet zu sein. Aber unser Biocontainer ist auf das gar nicht konditioniert. Mhm. Und wenn du dann plötzlich in Ruhe, der Sam Hess hat auch ein sehr abgelegenes Haus am Ende der Welt, sagt er immer selber. Da habe ich auch schon geschlafen, oben in seinem Dachboden, sehr schön ausgebaut auch. Und er sagt, da habe ich immer wieder Menschen dabei, die kommen aus der Großstadt. Und er hat einen Bach, der springt in der Nähe und der hört man dann, wenn der Bach rauscht, vorbeiläuft an seinem Haus. Und dann sagt er, die ziehen nach dem zweiten Tag, verlassen die teilweise wieder. Er sagt, wir halten diese Stille nicht aus. Das ist es. Also es ist tatsächlich das, ein Suchtverhalten geworden, genauso wie ich etliche Menschen kenne, die, wenn sie nach Hause kommen, überall ein Radio oder ein Fernseher laufen lassen. Die brauchen permanent irgendwo das Gebirge. Genau, damit sie glauben, sie sind nicht allein. Ja, genau. Stille wirklich dann als Bedrohung. Und das ist, haben wir ein ganz neues Seminar jetzt erfunden. Nicht Stille lernen. Stille lernen. Ja. Das klingt abgefahren, aber ich denke, glaube, das wird wir müssen es. Was ist jetzt gerade erkannt? Also, schon allein hier in der Stadt. Ich habe das Glück, jetzt seit einem Jahr in einem Haus zu wohnen, wo hinter ein paradiesischer Garten, das würde es in einer Großstadt nicht erwarten, mit Apfelbäumen, Flieder, Hibiskus, Rosen, aber eben nicht mit dem Lineal gezogen, sondern harmonisierend. Und da drin ist es wirklich still. Ja, während an anderer Stelle, du hörst dauernd die Straßenbahn oder die Feuerwehr kommt. Ne? Also vor allen Dingen Straßenbahnen. Ich fahre ja auch viel Straßenbahn, aber wenn du dann in der Nähe von so einem Ding wohnst, ich dachte beim ersten Mal, als ich so, schon Gewitter? Ich habe gar nichts gehört, dass jetzt gewittern soll. Nee, ist Straßenbahn. Also diese völlige Reizüberflutung, gerade Lärm, Licht, ja, also Lichtüberflutung, dass man halt in der Stadt den Himmel gar nicht mehr ja, nachts, genau, ja. Also nur die Hauptsterne. Lichtverschmutzung. Ja, Hauptsterne sieht. Was meinst du, sollten wir wieder auch zurück aufs Land ziehen? Weil das ist tatsächlich meine Vision, dass
Also die Zivilisation wird es nicht zulassen, dass wir zurück aufs Land ziehen, aber ich denke... Die Zivilisation, das muss man sich auf der Zunge zeigen, sie wird es nicht zulassen. Wenn wir Spieler in diesem virtuellen Spiel sind... Ja, ich denke, das haben ja auch große Architekten oder Architektenbüros schon erkannt. Ja. Die Wettbewerbe laufen, in Mailand gibt es die ersten Häuser, Hochhäuser, die tatsächlich voll bewaldet sind. Also die Städte werden in Zukunft noch viel mehr, sage ich mal, jetzt immer wieder materialistisch denken, ja, noch viel mehr im Wettbewerb stehen. Und dieses Grüne, diese Lebensqualität, weil die in den Städten wird das Geld verbinden, in Städten ist dieser Materialismus, da sitzen die Denken, da sitzen die Handelnden in diesen Städten. Also muss ich auch ein Schau, dass ich ja, die besten Leute zu mir hole. Mhm. Und da gehört die Lebensqualität ganz, 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 ganz wichtig dazu. Nicht nur das Einkommen, sondern nicht nur die Kultur, wie ich früher gesagt habe, ziehe in die Stadt, damit die Hafer Kultur habe, Theater, was ich alles mögliche, und Kneipen, sondern jetzt in Zukunft kommt dazu, wie naturmäßig, welche Lebensqualität mir diese Stadt bietet, dass ich gar nicht mehr mitbekomme, dass ich in einer Stadt lebe. Die werden völlig autofrei werden, die werden begrünt sein, die Häuser werden autark, werden sich selber versorgen durch diese ganze Bepflanzung, durch das ganze Klimatisierung. Also da wird sich die nächsten 20, 30, 40 Jahren in den Großstädten ein richtiger, sage ich mal, Wettbewerb entstehen. Und wir werden in 40, 50 Jahren diese Städte mit den Städten, die wir jetzt haben, nicht mehr vergleichen können. Sondern das ist tatsächlich ein bewohnbarer Wald wird. Das klingt spannend, denn ich, wenn ich so manche Stadtteile dann sehe, auch hier in China ist das sehr gut im Vorbereiten auch schon. China? Ja, aber die haben das erkannt, dass das natürlich so nicht weiterläuft. Ja, die traut man das nicht zu, aber die sind auch von ihrer Struktur, mag jetzt Vorteil oder Nachteil sein, aber natürlich, die können natürlich bestimmte Dinge schneller umsetzen, als wir hier in unseren demokratischen Strukturen. Und da gibt's ja, ich habe da Pläne gesehen und Sachen gesehen von Städten, wo es sagt, da ziehst du auf der Stelle hin. Ja, wirklich, die haben das erkannt und das wird kommen und das werden die anderen Städte auch hier im Westen und so weiter. Da wird sich was tun, wenn man da, das wird noch interessant. Bisher habe ich den Eindruck, dass diese Entfremdung und auch Spaltung, also sprich Aufspaltung in kleine Wohneinheiten und Hochhäuser, wo die Nachbarn noch nicht mal... Das wird sich ändern in den nächsten 20, 30 Jahren total, weil erstens mal sind die Wohnungen alles zu teuer, es wird hier sich eine andere Entwicklung laufen, weil wenn die Städte nicht mehr, sage ich mal, Mixkultur sind, also Wien ist zum Beispiel sehr gut, wo die unterschiedlichen Schichten in unterschiedlichen gleichzeitigen Häusern wohnen und nicht, sage ich mal, also Ghettobildung. Also da, das hat man schon erkannt, das wird kommen. Also wir sind immer ein bisschen träge, aber das wird kommen, weil sonst hat man nicht mehr wettbewerbsfähig. Du meinst wettbewerbsfähig die Städte untereinander oder was? Ja, ja, und geht es natürlich um Wirtschaften, da geht es natürlich um Globalisierung, geht es natürlich darum, wenn hier keine hochwertigen Arbeitskräfte mehr in einem Land wie Deutschland leben wollen, weil ich sage, das hat's ja, was ich, Betonstadt und wir wollen, was ich, keine Ahnung, Uruguay oder keine Ahnung wo, und da, weil heutzutage kann ja alles, wenn alles virtual läuft, dann kann ich ja wohnen, wo ich will. Okay, aber dann könnte ich ja auch sagen, Leute... Und da ziehe ich dahin, was mir am besten gefällt. Wir haben eine Infrastruktur, die zumindest ermöglicht, auch... Ja, auf Autos ausgelegt, aber in Zukunft wird das andere Problem... Virtuell, also ich meine jetzt, dass auch Dörfer mittlerweile Internet haben. Mhm. Ja, und also die Landkarte schon nicht mehr ganz weiß ist, dass wir der Natur wieder näher rücken. Also sprich, wieder auf die Dörfer zurückgehen, weil sowieso so viel über das Internet läuft? Das wird anders sein. Also meine Prognose ist das, wir werden ja erkennen, dass in der Zentralisierung der größte Fehler war, in der Globalisierung überhaupt. Ja. Also wird diese Dezentralisierung aber nicht unbedingt, was das Wohnen betrifft, das glaube ich nicht, sondern der Mensch ist eine Gesellschaft hier, also der will schon in der Stadt in der Regel wohnen, auch aber die jungen Menschen. Genau, aber die Landwirtschaft, auch diese ganz kleinen Produktionseinheiten, ob das jetzt jemand ist, der regional irgendwas produziert oder Handwerksbetriebe etc., diese Regionalität wird wieder extrem zunehmen. Auch diese ganzen Berufe, die alle, sage ich jetzt mal, nicht mehr das Handwerkliche im Sinn haben, da kommt bestimmt eine Renaissance, dass die Leute auch wieder begreifbare Dinge erstellen wollen und diese Manufakturen, diese Dinge, dass wir wieder diese Differenziertheit haben. Weil wenn man heute da in Hamburg ein Möbelstück einkauft, dann ist ja das Gleiche wie in Rosenheim, weil ihr den gleichen Einkaufsverband. Die Leute wollen diese Individualisierung, diese Differenzierung. Ich will in jeder Stadt einen anderen Metzger, einen anderen Bäcker, irgendwas entdecken, das ist nicht alles nihiliert, das ist alles Gleiches in ganz Europa. Aber du hast gerade gesagt, das wird in den Städten bleiben, weil wir ja soziale Wesen sind.
Die Hopi haben mal einen Spruch gebracht. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass ein Mensch kein Mensch mehr ist, wenn seine Gemeinschaft, in der er lebt, die Zahl 3000 übersteigt. Okay, lassen wir es jetzt mal bei 30.000 oder so. Ich komme vom Dorf. Ich auch. Und da kannte ich fast jeden. Ich hatte so 1200 Einwohner oder so. Jetzt wohne ich hier 5 Jahre in der Großstadt und ich begegne tagtäglich fast nur Unbekannten. Außer in meinem Café, ja, in meiner Straße, wo man mich mit Namen kennt, wo ich etliche, ja, Freigeister dann treffen kann. Aber ansonsten bin ich anonym. Und das Soziale fällt hinten runter. Ja, also für die Soziologen und für die Leute, die Städteplaner und für die Städteentwickler wird ja natürlich auch eine größere Aufgabe sein, dass man nicht nur die Stadt, sag ich jetzt mal, wieder zum Wald macht, sondern dass man auch wieder schafft, in Gemeinschaften zu organisieren und zu strukturieren, ähnlich in einer Dorfgemeinschaft, wo ich sage, okay, der ist in dem Verein, der ist da dabei, da ist die Kneipenkultur, da ist die Freiheit etc., dass man wieder Leute, auch wieder so Artingplätze schafft, wo sich die Leute treffen können, wo der öffentliche Austausch stattfindet, der ist ja momentan nicht gegeben in der die Stadt. Die Linde. Früher, wo man sich treffen kann, ist vielleicht im Theater, aber da ist auch nicht gerade eine Diskussion, sondern da hört man dem wieder anderen zu. Da sind aber auch schon Bauunternehmen, ich kenne einige, die schon auch in sowas planen und machen, damit die Leute auch das ganze Altersthema, das wir jetzt haben, mit den Leuten, die irgendwo in Altersheime verfrachten oder irgendwo im Dorfrand irgendwo so ein Altersheim hinstellen, wo die wieder, sage ich mal, wir müssen wieder diese generationenübergreifenden Konzepte, das wird alles wieder, das mit im Zuge mit. Du machst uns der Wald ja auch vor. Ja, genau. Im Zuge mit diesen Erkenntnissen, wie die Natur funktioniert, wir müssen natürlich das jetzt sukzessiv wieder in diese Globalisierung zurückfinden. Also wir haben mächtige Aufgaben vor uns. Ja. Und genau. Und da werden auch die Jugend jetzt mächtig Druck machen. Die Jugend? Ja. Na gut. Schauen wir mal. Ja, weil, wie gesagt, die eingesessenen Machtstrukturen, die genügend Geld haben, die können sowieso aussuchen, was sie machen wollen und wo sie hingehen. Die werden nicht freiwillig das Feld räumen, das glaube ich nicht. Mhm. Sondern das kommt immer von unten, der Druck. Wie oft bist du im Wald? Wie weit ist der nächste Wald von dir entfernt? Ich bin, ja, heuer nicht ganz so viel, aber normal bin ich fast täglich im Wald. Ich bin nämlich ein begeisterter Mountainbiker, auch wenn man vielleicht figurmäßig jetzt das nicht so sieht, aber ich fahre gern durch den Wald, bleibe auch einmal stehen, setze mich hin, also ich mag das ganz, ganz gern. Ich bin umgeben von lauter Wäldern, ich kenne praktisch fast jeden, ja, auch gut von den Dreharbeiten und von dem, wo ich aufgewachsen bin, war immer schon ein Waldfreak. Also ich kenne die im Umkreis von 50 Kilometern fast jeden Baum bei uns. Wunderbar. Mit Vornamen. Also, gut, Mountainbike ist jetzt nicht gerade die Geschwindigkeit, mit der ich durch den Wald gehen würde. Aber du machst ja auch Pausen, ne? Ja, ja, nein, aber das ist auch so, wenn du ganz langsam einen Berg rauffährst, dann bist du ja nicht schneller wie mit dem Gehen. Also, stimmt. Ja, du, Mountainbike bist du nicht schnell unterwegs, es sei denn, du fährst den Berg runter. Aber das ist aber, du kommst halt auch irgendwo hin, weil der Wirkradius wesentlich größer ist und sagst, ah, da ist ein schönes Fleckerl, da sitze ich jetzt hin. Und wenn du jetzt, nachdem du den Sam begleitet hast und er sozusagen dir mal gezeigt hat, wie du schauen kannst, hast du jetzt schon anders geschaut im Wald? Ja, also meine Sinne werden mit Sicherheit auch jedes Jahr besser, weil die ganze Einstellung zu dieser Realität, zu dem, was ich mache, natürlich werde ich irgendwann einmal, sage ich mal, mich mehr zurücklehnen können und diese Auszeit auch einmal dann wir fragen ja viele, leider erst wieder im Internet, Facebook, und sagen, ja, warum produzierst du so viel? Gönn dir heute mal eine Pause etc. Dann sage ich, ich habe eine Mission zu erfüllen, die ich mir selber, sage ich mal, gestellt habe. Ich meine, hier die Kommunikation auf diesem Planeten, so müssen wir ausgehen, von Deutschland, Österreich und Schweiz, deutschsprachigen Raum, dann vielleicht noch später in Englischen, zu ändern, Dinge aufzuzeigen, wo die Reise hingehen kann und zu zeigen, wo die Lösungen der Probleme liegen, wie man die angehen kann. Und wenn ich das, sage ich jetzt mal, so weit gemacht habe, dann sage ich, jetzt reicht die Information, dass die Leute damit arbeiten können. Und ich glaube, da bin ich erst dann, wenn dieser eigene Sender, den ich hier gern hätte, den ich gern machen würde, wenn der 5 Jahre gesendet hat, dann mache ich Pause. Wobei man sagt, wenn du schnell vorankommen willst, geh langsam. Ganz genau. Gibt es solche Pausen, die du dir trotzdem gönnst? Ja, klar. Ich bin also, ja nicht den ganzen Tag unterwegs. Mountainbike ist jetzt
Für mich nicht Pause, aber für dich das ist für mich schon eine Entspannung, weil da hast du das Denken auf. Du bist, und das ist, glaube ich, dass du einfach nicht mehr denken musst. Ne? Wenn du da unterwegs bist und das genießt, dann denkst du nicht. Und das ist ja wie ein Bergsteiger, der einen Berg erklimmt und so weiter. Ja. Dann fallen die Gedanken raus. Das ist wie Meditation. Wenn ich meditiere, dann habe ich von dem Mountainbike. Aber ich bin ja nicht einer, der... Also es gibt darauf, wie man fährt oder wie man... Ja, also klar. Also die Aufgabe ist noch gewaltig, weil wir stehen ja erst am Anfang dieser Themen. Ich habe gesagt, die Zielgruppe, die wir erreichen, ist ja leider noch viel, viel, viel zu schmal, weil viele Menschen gar nicht erahnen können, dass hier die Lösungen der Zukunft der Zivilisation liegen. Aber wir geben nicht auf, darüber zu sprechen. Nepomuk, vielen, vielen Dank. Und Sam Hess wünsche ich natürlich auch, dass er viele, viele Seminar teilnehmen. Sam Hess ist auch übrigens interessant, er redet auch mit den Naturgeistern, immer wenn er hat, glaube ich, 25 Seminare im Jahr. Ja. Und der macht die immer im Jahr vorher schon in der Terminkalender, macht er die fertig von der Planung. Und er sagt, ich habe einen guten Draht zu diesen Naturgeistern, ich spreche die mit ihnen. Und er sagt, wenn ich da und da und da, sage ich jetzt mal in verschiedenen Orten, im ganzen Allgäu, in Österreich, in Schweiz, die seine Seminare gibt, brauche ich ein schönes Wetter. Sonst macht es meistens die Teilnehmer keinen Spaß. Und jetzt in den letzten Jahrzehnten, wo er das gemacht hat, hat er immer ein schönes Wetter, weil er gesagt hat, da hat er das ganze Dorf oder die ganze Stadt was davon, wenn es an diesem Tag schön ist. Und so läuft es bei dem. Der macht auch irgendwie Ausflüge nach Island oder sowas. Und dann ist an diesem Tag, wo es normal das ganze Jahr regnet, ist dann da schön, weil er das mit den Naturgeistern so ausmacht. Weil er sie würdigt. Ja, weil er sich mit denen fragt, sage ich, könnt das bitte, macht es, und dann ist das gut. Und dann sagen die, okay, das machen wir. Spannend. Ja, wie gesagt, die und dies kann man über deinen Shop am besten bestellen, nicht unbedingt bei Amazon oder... Nepomuk-Meyer.de, da ist meine Webseite, da sind alle Informationen drauf von mir und natürlich auch die Produkte, die Bücher zum Bewerben. Geheimniswald und, meine Güte, jenseits der Sinne... Transzendenz, Kontakt, Illusion, Tod, Psi, wie auch immer. Heiligsblechle. Und du bist Autodidakt, ja? Du hast ja Kameramann hast du ja nicht gelernt, ne? Nee, aber das ist ja immer schon im Leben, dass die Leute, die aus branchenfremden Dingen kommen, oft einmal ganz andere Lösungen bringen, als wie die Leute, die, das iPhone ist ja auch nicht von Nokia erfunden worden, sondern von einem Computerhersteller. Mhm. Und so geht es durch die Geschichte der Menschheit, dass die Dinge, die, sage ich mal, Menschen, die ein Problem erkannt haben, sagen, okay, jetzt beschäftige mich damit und dann lernst du es schon relativ kurz, das ist ja nicht das Problem. Ich danke dir für dein Kommen und wünsche für dein Wirken und die Wirkung deiner Publikation viel, viel Erfolg und Resonanz. Aber nicht nur im Sinne von Ego-Streicheln, sondern dass du spürst, dass sich was tut im Lande. Ganz vielen, vielen Dank, Nepomuk Meyer. Danke, Götz. Wir werden uns bestimmt nächstes Jahr wiedersehen. Bestimmt. Schauen, bestimmt und vielleicht auch... in anderen Zusammenhängen. Ganz genau. Wer weiß. Liebe Zuschauer, wann waren Sie das letzte Mal im Wald? Wie sind Sie hingekommen? Mit dem Helikopter? Flugzeug? Nein, das ist jetzt Spaß. Der Wald hat viel, viel mehr zu bieten als nur frische Luft. Ich glaube, das ist jetzt hier in diesem Gespräch rausgekommen. Und ich wünsche Ihnen viele, viele überraschende, berührende Momente, wenn Sie wieder in der Natur sind. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie wieder dabei sind bei Neue Horizonte TV und sage Tschüss.